Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Blue Dragon. Yeah, wir sind hier noch immer in diesem einen Raum, wo wir die Roboter hier platt gemacht haben. Und, oh, da kam man direkt auf mich zu. Interessant. Sollte mir merken, dass die anderen angeflogen kommen und nicht wie vorher so doof rumwackeln. Ja, mach du halt mal. Immer dieses Wasserdicht, das hat überhaupt gar keinen Sinn und Zweck, Leute. Ja, du mich halt auch. Dafür beißt ihr jetzt schön ins Gras. Habe ich mal so beschlossen. Hey, jetzt geh doch weg, Mann. Mann, wie viel muss ich hier noch aufwarten, dass du mal ins Gras beißt? So, einer. Ja, ist ja gut. Der zweite kommt zugleich. Moment. Was macht der da? Nee, jetzt heil den doch nicht. Nee, er verschnellert ihn. Okay. Blöd. Ja. Schön. Danke. Hau ab, Mann. Oh. Greif halt an. Echt blöder Sack. Zack. Komm, Blue Dragon. 359 kritischer Schaden. Oh mein Gott, ey, krass. Sehr schön, Lady Zola. Na dann. Wollen wir mal weiter von dannen schreiten hier. So, da nicht lang. Hier einfach lang, ja. Kontrollpunkt. Ruhiger Kuh, ein Eindringling. Man nennt mich Ruhiger Kuh. Mein Stil, meine Technik. Ihr werdet sterben. Ha. Da kann ich ja nur müde lachen, Leute. Also Boss Time gegen Ruhiger Kuh würde ich vorschlagen, wir nutzen die Elemente. Erstmal Schwert des Glanzes 2, um da die Abwehr so ein bisschen niederzustrecken. Doppelschuss. 18. Oh, ich hab Angst, ganz ehrlich. Ich schau mal, was Feuer anrichtet. Ich weiß es natürlich nicht. Die hat eigentlich gar nichts. Dann müssen wir so angreifen. Zauber Weißmagie nützt da auch herzlich wenig. Also draufkloppen. Was das Zeug hält. So. Was haben wir hier mit dir, Klug? Wind. Weiß ich nicht, ob das gegen Maschinen wirksam ist. Sonst heile ich nur mit Klug. Das dürfte am meisten dann besser sein, meine ich. Nee. Doch, Wind. Wind ist ganz gut. Und Feuer? Oh, Feuer 410, alles klar. Ja, dann einfach draufkloppen, Leute. Was? Schnell was. Der will doch irgendwas machen, oder? Aber der kann mich mal. So, komm. Giro, sehr gut. 114, WTF? Ist der doof? 114, ich glaube, der spinnt ein bisschen, wa? So, Schwert des Feuers 2, mal eben 368 weg. Ja, komm mir doch weg mit deinem Konter. Ey, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen durchheilen. Kann das sein? Giro! Alter! Heil. Heilen 2. Komm, echt. Auf Giro drauf, sonst ist der gleich down. Na, komm schon, mein Omaro, das hättest du auch besser machen können. Aber Giro macht es schon hier. Zack. Und ja, auf mein Omaro. Macht nichts, hat eine gute Abwehr, der Junge. Giro wurde geheilt. Passt doch, Leute. Wenn wir ein bisschen die Heilung im Auge behalten, dann passt es schon alles, würde ich mal so sagen. Schattenschwert weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal.
Oh, ist ganz schön krass, muss ich sagen. 229. Hm, passt doch. Weiter drauf da. Ah, 87 Konter, alles klar. Ah, Schwert des Feuers. Wird schon passen. Allerdings hier werden wir uns mal wieder heilen mit einem guten Giro. Nur wen? Ah, am besten Chu, der ist am besten zu gebrauchen. Ja, komm, was hast du vor, Kumpel? Erstmal gar nichts, zuerst sind wir dran. Was? Hoho, nice. Ja, let's rock and roll. Ah, hervorragend, Leute. Down. Das war eine Wache. Gucken wir mal, was wir an Gegenständen haben. So, Moment. Ich muss mal eben schauen. Was haben wir denn so alles eingetütet? Frischer Knoblauch natürlich mehrfach. Passt. Also werden wir den natürlich auch nehmen. Einmal das und dann das Deodorant ein paar Mal. So. Hat doch sehr gut geklappt, Leute. Da wird wohl eine Alarmschranke sein. Da kommen wir gar nicht durch. Seht ihr? Was machen wir denn da? Einfach mal hier reingehen, ne? Fliegende Festung Zentralschacht. Okay. Na, mal gucken. Ewiger Antrieb von Station 2 wurde deaktiviert. Ah. So, super. Jetzt können wir hier rein. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Wer erwartet uns hier? Gar keiner ist gesperrt. Warum ist denn immer alles so gesperrt? Kontrollpunkt. Ihr seid also diejenigen, von denen Meister Zabo gesprochen hat. Man nennt mich Furiosa Mai und ich bin wild wie der Wind. Dank euch bin ich jetzt wieder frei. Als Zeichen meiner Dankbarkeit will ich euch zeigen, was echte Angst ist. Was soll ich dazu sagen, Leute? Einfach mal down, ne? Das wird schon richtig sein, wenn ich das sag. Gut, dass wir uns geheilt haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der nächste Endboss hier ist. Boah. WTF. Hey, was geht hier vor? Du hast unsere Formation aufgebrochen. Ich bin beeindruckt. Wirbelhieb. Oh, Schande, Leute. Hier können wir schön heilen, ey. Mein lieber Scholli. Ganz ehrlich, hier müssen wir Dauer heilen, also... Boah, übel. Schwert des Feuers, draufkloppen. Los, alles draufkloppen, was wir nur haben. Schwert des Glanzes 2 auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Wir müssen den Schutz von ihm wegkriegen. Und Schwarzmagie bringt nichts. Wir werden mit dir heilen. Und zwar, ja, würde ich sagen, erneuern. Immer auf dich drauf, ein bisschen. Auch sogar auf die Gruppe, passt. Weil dann kriegen wir immer ein bisschen was zurück an Leben. Und das kann ja eigentlich nicht schaden, ne? So, Schwert des Feuers. Mal gucken, wie es effektiv ist. 148 passt, also können wir immer gut mit Feuer angreifen. Bei dir weiß ich noch nicht, was du hast, Lady Zola, aber ist ja egal. Wir schauen mal, dass wir dich hier runter kloppen können, irgendwie hier, Kumpel. 73 passt.
Ja, 13 und so, ein bisschen neu, ja. Schwert der Erde können wir ja mal gucken. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, 129, solange wir hier auf 100 kommen, ist mir eigentlich so alles recht. Magisches Schwert. Des Windes. Und zack, haben wir genau getroffen. Passt also. So, geh down. Oder auch nicht. Hm, die Erneuerung tut gut, muss ich feststellen. Die könnte sich ruhig mal, also, aufleveln, weil die tut echt gut. Hm, einfach mal draufkloppen, das war's. Ja, oder auch nicht, aber 180 kritisch, mein lieber Scholli, Schuh, was ist denn los? Was ist das? Mehr Geschick, okay, damit will er schneller werden oder ausweichen können. Whatever. Schwert des Windes, mal gucken. Wie war da nochmal die Ratio? Oh, jetzt weicht er andauernd aus oder was? Gibt's doch gar nicht. Da. 4, 8. Hat über. Uiuiuiuiui. Das war schon hakelig. Aufpassen, wenn er so einen Angriff fährt, sofort dagegen heilen. Nein, der immer uns einen vorbei. Schallklinge. Oh. Na super, zwei betäubt. Ich hab ja keine anderen Probleme, ne? Heilen. Betäubung. Lähmungserscheinung, ist es das? Ich glaube ja, ne? Ah, am besten wir machen das zuerst auf vorbei. Mist. Damn it. Oh nee, ey. Lähmungserscheinung. Oh, wie kriege ich die weg, Mann? Der geht mir irgendwie ganz schön auf den Nerv, der Kumpel. Also irgendwie ja schon, ne? Schwert des Winds, weiß ich jetzt nicht mehr. 131. Ja, du mich halt auch, du Nervenzwerg. Schwert des Wassers drauf. Dürfte passen. Oh yeah, Lady Zola, mach ihm doch den Gar aus. Ciao, ne? Bye, bye. Nett. Halbe Stufe aufgestiegen. Eine Kategorie können wir frei machen für Lady Zola. Da würde ich vorschlagen, wir nehmen den Beschützer. Und ja, wir können noch eine. Oder? Oder wie war das? Nehmen wir den Mönch. So. Oh, okay. Haben wir besiegt. Passt also. Wir sind nur ein bisschen angeschlagen. Das machen wir aber wieder wett mit dem Knoblauch. Knoblauch. Na, wo ist er denn? Heilen. Komm her, Knoblauch. Ich brauch dich mal eben. Frischer Knoblauch. Passt. So. Alles wieder reanimiert. Jetzt noch ein nettes kleines Deo, damit wir wieder gut duften. Und das war's auch schon. So, aber irgendwo. Wo wollen wir jetzt rein? Hier rein? Oder. Da ist noch so eine Sperre. Dann könnten wir mal hier rein. Mal gucken. Ja, ich glaube hier, ne? Oder haben wir das schon? Weil der fackelt da noch. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ewiger Antrieb von Station 3 wurde deaktiviert. Passt. Also wusste ich doch gleich, dass wir den nicht hatten. Ja, sehr schön. Gehen wir mal hier durch, mal gucken, was so hier noch passieren kann. Oh, zwei nette Robots. Die werden wir uns gleich mal vorknüpfen. Sicherheitsmecha-Robo. Alarm, Alarm,
Eindringlinge mit Schatten, die sehr schön aussehen. Oh Leute, guckt mal unsere TP an. Wir sind schon sehr gut aufgelevelt hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die Gegner hier geben gut EP. Normal, wenn hier ein Speicherpunkt noch wäre, sollte man hier länger trainieren, aber kann man auch lieber draußen, weil da sind Geschäfte und so. Da bin ich meistens eher für, wenn man auf sowas trainiert, anstatt jetzt, ja, hier, weil da kann man sich dann schön im Gasthaus nochmal aufleveln, beziehungsweise erholen und. Ja. So, weg. Verschwinde endlich. Du nervst mich. Oh, bist du hässlich. Einfach mal hässlich, der Typ, oder? So, down. Und das nächste. Bams. Das, ne? Kann man sagen, das nächste und nicht der nächste. Ist ja ein Roboter. Ein Roboter ist eine gefühllose Maschine. Ja, jetzt geh doch mal platt, Mann. Oh. So. Jetzt zu dir und deiner Mecherheit. Oh, verdammt. Lebenskraft erhöht. Passt mir sehr gut. Einfach mal drauf da. Dann passt es schon. Ey, 489. Das ist auch nicht schlecht, Schuh. Jo, tschüss. Na, du kriegst jetzt die volle Packung ab, mein Freund. Komm. Einmal so ein bisschen von klug, so ein bisschen streicheln. Bis du gleich von meinem lieben Manomaro in den Arm genommen wirst. Und kuscheln. So. Jetzt geh doch endlich mal down, Mann. Wie du mich nervst. So. Weg. Also die finde ich jetzt noch nicht mal hier so schlimm, die mit den Geschossen. Viel schlimmer sind die in der Außenwelt, die Skorpione mit dem Gift immer. Das war ziemlich nervig. Haben wir hier nicht. Die schießen einfach nur irgendwann, weil uns überhaupt nicht schadet. Und von daher einfach wegkloppen, das war's dann. Ja, sag ich doch. Ciao, ciao. Bye, bye. Ihr wart einfach zu schwach, ihr zwei. Hat sich sogar ein bisschen gereimt. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und ja, würde ich mal sagen, wie es hier so weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Blue Dragon. Ich hoffe, euch hat dieser Part auch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play eGamer.